Ja, hallo liebe Leute, neues Video. Ich habe ja die letzte Zeit da so Videos mit so Atmel-Chips gemacht und auf so Breadboards heißen die, also Brotbretter, wo man die einfach so reinstecken kann. Und jetzt kann man natürlich, wenn man so eine Schaltung fertig hat, sich auch überlegen, ich könnte ja sowas auch als Platine fertigen. Und da gibt es auch was von als Open Source. Da gibt es auch was von Ratio Farm, würde ich jetzt sagen. Nein, von gibt es was von Open Source und zwar das Programm KeyCut. Das habe ich hier auf dem Bildschirm. Ich habe ein neues Projekt hier angelegt. Wir haben bei solchen Programmen immer einen Schaltplan und einmal eine Platine. Die Platine, die ist erstmal leer. Das ist so ein Sheet und da kann man jetzt was hier eintragen, muss man aber nicht. Und dann kann man immer hier bei diesem Programm umschalten. Jetzt hier auf den Schaltplan. Das ist der hier. Mit dem Schaltplan beginnt man auch normalerweise. Und hier kann man wieder aufs PCB wechseln. PCB heißt Platine. Was heißt das? Printed Circuit Board. Ja, es sind alles die tollen Abkürzungen. Muss man mal nicht übertreiben mit den Abkürzungen. So. Was macht man mit so einem Programm? Erzeugt eben eine Platine, wo dann die Bauteile, die ich da auf dem Brett habe, halt eingefügt werden. Und dann kann man das so routen, heißt das, also die Verbindung so legen, dass das als Platine gefertigt werden kann. Und dann kann man das löten und hat dann die Platine fertig. Man kann das auch natürlich in mehrfacher Ausfertigung löten, wenn das was ist, was man verkaufen möchte. Aber da kommen wir mal später zu. So, jetzt, wie beginnt man hier? KeyCut ist nicht so schwer. Man muss sich allerdings am besten so ein paar Kommandos merken. Einmal A ist dafür da, wenn man ein Symbol einfügen will. Also wenn ich jetzt hier auf Hinzufügen gehe, habe ich hier Symbol einfügen, das ist Buchstabe A. Spannungsquelle hinzufügen ist Buchstabe P. Das ist auch nicht ganz sinnvoll, die einzufügen. Das sehen wir später, warum. So, dann haben wir W für Wire, für elektrische Verbindungen hinzufügen. Mit Bussen und so weiter, da haben wir erstmal hier nichts zu tun. Also wir brauchen eigentlich nur Symbol und die Spannungsquelle und mehr brauchen wir nicht. Und die Drähte natürlich, wie wir die verbinden. Jetzt machen wir erstmal ein Symbol einfügen. Und ich hätte auch jetzt Taste A drücken können, wie gesagt. Und jetzt muss man sich erstmal das Bauteil suchen. Da geht man hier so, das sind so Unterverzeichnisse. Da haben wir hier MCU Microchip Atmega, das ist doch schon mal richtig. Und dann haben wir hier den Atmega 8. Und da habe ich hier den normalen Achter. Da muss man sich jetzt hier gucken, den haben wir nicht in dieser Bauform. Gucken wir mal, wir haben den auch nicht in dieser Bauform, sondern in dieser. P steht für parallel und genauso haben wir den, der wird jetzt einfach genommen und den fügen wir hier ein. Das ist jetzt das Schaltbildsymbol von diesem Teil. Und dann können wir mit Escape das hier beenden und dann sieht man das auch vernünftig. Jetzt ist zu überlegen, was brauchen wir noch als Bauteil. Einmal brauchen wir diesen sechspoligen Stecker, wo man das Programmiergerät draufsteckt. Der heißt ISP. Das heißt, ich drücke wieder A, dann gebe ich hier oben einfach ein ISP. Und dann sieht man hier ISP6. Das ist der sechspolige, den möchte ich auch nutzen. Den hat mein Programmiergerät. Ich habe zwar auch einen Adapter für das zehnpolige, aber das braucht halt kein Mensch mehr. Okay, und dann ist hier kein Footprint angegeben. Das heißt, für die Platine, da wird es natürlich nicht so aussehen, sondern da sind das einfach, ist das wie so ein Abstand 2,54 Millimeter sind diese Pins voneinander entfernt und davon eben 2 mal 3. Also muss man hierher gehen und dann habe ich hier schon was. Und zwar die beiden werden vorgeschlagen und dann nehmen wir hier den Vertical. Also ich will den ja so senkrecht einbauen. So sieht das Ganze aus und dann machen wir okay. So, jetzt haben wir hier die
Sachen Miso, Mosi, STK und Reset. Reset hier, das sehen wir schon mal, das ist hier Gott sei Dank beschriftet. Jetzt geht man einfach hierher, fährt hier auf diesen Punkt und drückt einmal W. Und dann kann ich jetzt hier schon mal den Reset damit verbinden. Das können wir einfach so machen. So, jetzt haben wir schon mal die erste Verbindung gelegt. So, jetzt haben wir hier noch weitere Verbindungen, die wir ohne in irgendein Handbuch zu schauen machen können. Und zwar einmal können wir hier das Ground verbinden und das Analog Ground hier, das möchte ich auch hier mit verbinden. Und dann haben wir hier VCC und AVCC, das ist für den Analog-Digital-Konverter, das sollte man auch ruhig verbinden. Also verbinden wir hier VCC. Man kann ja einfach so mit der Maus so fahren an gewissen Stellen und da muss man nichts drücken und dann macht er wirklich rein diese normalen Schaltplanlinien. Also es ist schon eine nette Sache. So, hier AREF, das ist auch noch wichtig, das legen wir auch auf VCC. Hier macht er dann so eine sogenannte Junction rein, das heißt, das ist das hier, da sieht man, dass das verbunden ist. Hier, die laufen übereinander, da ist das verbunden. Im Schaltplan geht das so, in der Platine hinterher natürlich nicht. So, dann haben wir hier die ganzen Ports und jetzt müssen noch hier STK, MOSI, MISO verbunden werden. Da schaut man dann wieder hier in den Plan und guckt nach, was ist denn MOSI, ist der PB3. Also verbinde ich PB3 mit dem MOSI. So, dann fährt man erstmal hier so. Da habe ich jetzt einmal die Maus geklickt, dass er sich das da so, dass er das korrekt macht. MOSI wird damit verbunden. Dann haben wir MOSI mit PB3 verbunden. Dann wird MISO mit PB4 verbunden. Das ist der hier. Den kann ich jetzt so fahren. Okay, verbunden. Haben wir MOSI und MISO verbunden. Und dann haben wir noch SCK PB5. Das ist der hier. Und SCK, das ist hier unten der. Den fahren wir jetzt einfach hier drüber. So, dann ist der Stecker komplett verbunden. Wir können uns jetzt um die weiteren Bauteile kümmern. Escape, dann geht er hier aus diesem Wire-Draht-Verhau-Modus raus und jetzt wird wieder Taste A gedrückt, ein neues Bauteil. So, da habe ich schon ein bisschen gesucht und zwar bei Connectors. Da muss man jetzt hier so ein bisschen, da ist unheimlich viel drin und was braucht man denn da überhaupt? Und dann kommt man hier irgendwann auf so CON 01x01 Female Male und so weiter. Male heißt, es sind Pinne, die wollen wir haben. Und da brauchen wir jetzt erstmal dreipolige und zwar Male und in nur eine Reihe. Das wäre also dieser hier. Okay, den nutzen wir jetzt. Und den können wir jetzt hier hinsetzen. Dann drehen wir den einmal rum. Drücken wir einmal R und nochmal R. Dann ist das um 180 Grad gedreht. Man kann hier immer Taste M für Move drücken. Und dann kann man die hier so hinsetzen. Und will man die jetzt kopieren, einfach STRG C, STRG V. Dann hat man den wieder so dran. Und kann die nächsten davon zeichnen. Hiervon brauche ich jetzt erst einmal 4 Stück. So, da haben wir die 4. Und das hätte ich jetzt direkt am besten am Anfang gemacht, aber machen wir es jetzt. Doppelklick und dann sieht man hier, das Ding hat keinen Footprint, also in der Platine ist da nichts drin. Dann fährt man hier auf dieses Symbol und sucht sich jetzt einen Footprint aus. Da muss man jetzt hier ein bisschen schauen. Was ist das? So, man kann das hier auch ein bisschen größer ziehen. Pinheader. Und zwar 2,5 mm sind die. Und dann wählt man sich hier den aus horizontal
1x3 und nicht mit SMD. Also wir wollen ja Pinne da drin haben. Hier sieht man dann, nee, das ist falsch. Ich wollte ja einen vertikalen haben. Das ist der richtige. Gucken wir nochmal. 1x3 vertikal. 2,5 mm ist der Abstand hier. Okay, den nehmen wir jetzt. Also einfach hier Doppelklick. Und dann kopiert man sich einfach hier diesen Eintrag. Geht hier auf OK. Und dann machen wir das mit den anderen auch. Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch hier, das zu selektieren. Doppelklick und dann können wir hier bei Footprint einfach STRG V drücken und dann haben wir den da auch drin. Footprint, STRG V und nochmal Doppelklick hier und Footprint, STRG V. So, jetzt können wir uns einen von denen hier noch kopieren und den führe ich jetzt mal hier hin. Und jetzt können wir denen auch noch Namen geben. Also das hier ist Servo 1. So, Servo 2. Dann haben wir hier. Mal rauslöschen hier das vorher drin, was da drin gestanden hat. Servo 3. Und dann nehmen wir den noch. Und das wird Servo 4. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Die heißen nicht Servo, die heißen Kanal 1. Und der hier heißt Kanal 2. Das sind die Eingänge für aus dem Empfänger und das sind die Ausgänge für die Servos. So, dann gehen wir noch mal hier auf die Definition. Da haben wir hier einmal PB2 und PB3. Das ist der Ausgang für OC1B und OC1A, PB1 und PB2. Das sind die, da kommen die wenn die Servos dran angeschlossen. Damit müssen wir die jetzt mit verbinden. Also PB1, das haben wir hier. Dann geht er hier direkt auf den Wire-Modus, also ist schon nett gemacht. Den verbinden wir jetzt mit dem Pin 1 vom Servo 1. Das ist der. Und der PB2 müsste das sein. Das ist der hier, OC1B. Da kommt das zweite Servo dran. Das ist der. Und den ziehe ich einfach da dran. So, dann haben wir die schon mal verbunden. Die hier, das sind die Eingänge von den Kanälen. Die verbinde ich jetzt einfach mit dem PC0 und den hier mit dem PC1. So, jetzt müssen die hier, das sind mittlere, sind immer Plus und das äußere die Ground-Sachen. Also gehen wir hier wieder auf den W, beziehungsweise geht ja automatisch, erkennt er das. Das ist jetzt Plus und das verbinde ich jetzt einmal hier so und dann brauche ich die nur noch da so dran ziehen. Und dann werden da diese Knüppelchen gesetzt. Dann habe ich Plus verbunden. Dann machen wir das einmal hier noch. Das wird jetzt Minus oder Ground und dann verbinden wir den mit dem Ground und den da mit dem Ground. So, die müssen jetzt noch mit dem Ground und mit dem VCC verbunden werden. Das heißt, der Pin 3 hier, das ist der Ground. Den kriege ich jetzt hier so nicht dran, also kann ich hier einfach W drücken. Dann kann ich hier ansetzen. Und kann das hier unten an den Ground ranpacken. Und das hier, das machen wir aber hier oben. Das ist ja VCC und den verbinden wir hier mit dem VCC. So, jetzt kommen die, die sind jetzt schon mal verbunden. Ich will noch Taster einbringen und aber auch noch
das mit den sogenannten Spannungsquellen. Das heißt, dass ich hier bei Power, da haben wir einmal plus 5 Volt. Das ist da. Das ist so ein Symbol und das setzen wir hier so einfach drauf. Mal gucken, ob er das so macht. Das hat er jetzt direkt da dran gesetzt. Und dann haben wir hier noch ein Symbol jetzt. Das setzen wir da hin und das heißt jetzt GND. Da gehen wir hier so runter. Da haben wir den normalen Ground. Dann ist das hier, wenn ich das hier so hinsetze, auch verbunden. Das sind jetzt keine echten Bauteile, sondern die brauchen wir später. Gut. Wir müssen den hier noch verbinden und zwar, der wird genauso verbunden wie die, der Pin 3 bleibt frei. Das hier ist der Plus, dann gehen wir wieder auf W, beziehungsweise, das machen wir frisch hier, so, der kommt da dran und der hier. Der kommt an Ground. So, das ist der Stecker, wo die Batterie drauf gesteckt wird. Die hat auch so drei Pinne bei den Modellflugzeugen. Also jetzt haben wir hier die Taster. Jetzt kann man Folgendes machen. Man kann sich überlegen, ich habe hier ein bisschen wenig Platz. Also selektiere ich diese Bauteile hier. Jetzt drücke ich einfach M und schiebe die hier rüber. Oder ich drücke G und dann gehen die Linien mit. Aber man sieht schon, das ist nicht ganz perfekt. Dann muss man hier noch nacharbeiten. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Gucken, ob wir den Punkt da einzeln bewegt bekommen. Taste G. Ja, dann können wir das hier so rüberziehen. Dann kann man das hier wieder reparieren. So, dann bewegen wir das hier. Man kann auch mehrere selektieren. Also, du bitte, du bitte, du bitte, alle mit Taste G. Und dann zieht man die hier so rüber, dass das halt dahin kommt. Dann nehmen wir den hier. Auch Taste G, das kommt dann dahin. Dann bewegen wir die hier noch mit der da müssen wir den mitnehmen. Ja, das ist nicht so gut. Ich glaube, die Punkte müssen wir auch selektieren. Ja, die Punkte müssen wir auch selektieren. Also du, du und du, Taste G. Die ziehen wir so. Dann kann man hier bei Inspektion, kann man sich das auch irgendwie wieder komplett ganz machen. Ich gehe das jetzt aber alles mal wieder zurück. So, war so richtig, hat mir das nicht gefallen. Gucken wir mal, ob wir das besser so verschoben kriegen. Taste G. Ja, da haben wir nämlich wesentlich weniger Arbeit mit. Dann brauchen wir wirklich nur hier das zu bewegen. So. Und das zu bewegen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Platz für die Taster, die wir da reinfügen wollen. So, Taster, da könnt ihr Taste A drücken. Da muss man sagen, das muss man schon ein bisschen suchen. Also hier gibt es einen Punkt, der nennt sich Switch. Und das sind sogenannte Push-Switches. Also so Taster, die heißen Push-Switches. Dann sucht man sich hier das raus. Sensor, Sensor, Sensor. Da sind Switche. Das macht man hier auf. Und dann kann man sich hier das so anschauen. Was sind das kodierte Switch und so, da haben wir nichts mit zu tun. Geht mal hier ein bisschen runter und guckt, ob wir da irgendwo, da haben wir Switch, Push-Switche. Und zwar so einen will ich haben. Ganz einfachen. Und den fügen wir hier jetzt ein. Und dann machen wir jetzt drei Stück von.
Das heißt, den nennen wir erstmal, ja, das Doppelklick, den nennen wir erstmal Minus. So, dann markieren wir das. Können wir den hier nebensetzen. Den nennen wir Plus. Und dann machen wir noch einen davon. Den setzen wir hier hin. Und den nennen wir ganz einfach Mode. So, dann können wir die jetzt verbinden. Einmal, die werden gegen Masse verbunden. Also können wir erstmal hier die beiden hier verbinden. Und dann machen wir hier noch einen dran. Den ziehen wir dahin. Und das kommt an Masse, also hier unten an Ground. So, jetzt haben wir hier drei Ports. Die ziehe ich jetzt einfach auf PC 2, 3 und 4. Also Minus kommt dahin. Der Plus, den machen wir da dran. Und an PC 4, da kommt der Mode-Schalter hier. So, dann haben wir die Taster verbunden. Die Taster, die haben jetzt wiederum keine Footprints. Das heißt, hier muss man wieder sich einen Footprint aussuchen. Da geht man jetzt hierher auch auf Switch. Gucken, wo haben wir das? Wenn man das nicht findet, gibt man hier einfach mal ein Switch. Keyboard SMD, Switch Keyboard ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann sucht man sich hier einfach was aus, was passen könnte. War das eher hier gewesen? Ich glaube ja, da war das gewesen. Und da haben wir dann hier so Tactile Stride. Das heißt, die haben zwei Anschlüsse, einmal hier, die beiden sind verbunden, die sind beiden verbunden und diesen Schalter, den nehmen wir jetzt einfach, Doppelklick, als Symbol für die Platine hinterher. So, dann kann man sich den hier wieder kopieren und dann kann man den hier auch drauf kopieren, Footprint, Steuerung V. Und mit dem genauso Footprint Steuerung V. So, an sich müsste das alles sein. Wir haben eine Spannungsversorgung. Beziehungsweise die ist noch gar nicht komplett verbunden, sehe ich gerade. Warum nicht? Habe ich meine, ich hätte es vorhin gemacht, aber machen wir es nochmal. Also, da ist irgendwas. Habe ich wahrscheinlich vorhin einmal zu weit zurück gemacht. Also jetzt haben wir Plus und Minus verbunden. Und mehr brauchen wir jetzt nicht zu machen. Jetzt können wir uns an die Platine geben. So, jetzt wechselt man hier auf die Platine. Da ist erstmal gar nichts los. Dann klickt man hier dieses Symbol. Änderung am Schaltplan in die Platine übertragen. Dann sollte man hier einfach annotieren. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Annotierten Schaltplan. Wir annotieren das einfach. Und dann machen wir Platine aktualisieren, keine Fehlermeldungen und wir schließen. So, jetzt haben wir hier alle Bauteile. Die sind jetzt so in einem Block zusammen. Das werde ich so dicht gepackt nicht routen können. Ergo müssen wir jetzt diese Bauteile hier rausbewegen. Das machen wir mit Taste M. Dann können wir jetzt das hier drehen, wenn wir es wünschen. Über Taste R kann man sich überlegen, das so zu setzen. Okay, machen wir das einfach mal. So, dann haben wir hier die Mode 1 minus plus. Die gefallen mir so eigentlich nicht. So, das bewegen wir hier erstmal. Das ist Servo 1. Die drehen wir so.
dass die so rum auf die Platine kommen. Hier haben wir Servo 2. M für Move. Packen wir da hin. Dann haben wir noch Kanal 1. Das ist der. Den bewegen wir auch. Drehen wir und dann wird er auch bewegt mit Taste M. Und den hier auch noch einmal drehen und dann Taste M bewegen. So, jetzt müssen wir die hier sortieren. Die möchte ich ja so machen. Der Mod muss entweder drüber oder drunter. Ich mache ihn jetzt mal drüber. So, das Minus, das kommt nach da. Und das Plus, das kommt zum Beispiel dahin. So, das ist der Anschluss für den Akku. Da können wir auch noch kurz den Namen geben. Das ist Batsch, nennen wir das. Okay, der kann ruhig so bleiben, wie er ist von der Ausrichtung. Ich will aber das ganze Teil bewegen, nicht nur das, den Text. Setzen wir den mal schön wieder hier drüber. So, das ist das Bauteil. Und dann setzen wir das zum Beispiel dahin. Jetzt kann man sich hier noch überlegen, wie dicht möchte ich das denn haben? Möchte ich die hier ein wenig da dran schieben? Da habe ich den leider mit selektiert. Gehen wir einmal zurück. Ich kann auch selektieren. Selektieren und ich glaube mit Shift. Müssen wir gucken, ob es geht. Ja, mit Shift können wir die auch einzeln selektieren. Jetzt können wir nochmal Taste M drücken und die hier so ein bisschen ranschieben. So, den hier, den schiebe ich auch noch ein bisschen. So zum Beispiel. Okay, jetzt kommt die schwerste Aufgabe. Das ist das Routen. Das heißt, ich habe hier zwei Kupferlagen. Einmal eine Front, also das ist die, wo die Bauteile drauf gesetzt werden. Und einmal ein Back, das ist wo hinterher die Lötpunkte dran gesetzt werden. Und eine zweilagige Platine. Man kann natürlich mehr Lagen mit dem Programm machen, aber zweilagig. Es muss ja auch finanziell gut herzustellen sein, dass man vielleicht sogar selber ätzen kann. So, jetzt haben wir hier erstmal zwei mehrere Verbindungen drin. Da sieht man ganz klar, diese kann man einfach durchverbinden. Der Befehl dafür, das ist über Root. Dann haben wir hier einzelne Leiterbahnen verlegen. Taste ist X. Das heißt, ich selektiere jetzt dieses Pad hier und drücke X. Und jetzt bin ich auf der vorderen Lage. Das können wir ruhig so beibehalten. Und dann schiebe ich die jetzt, verbinde ich einfach die untereinander. Und das mache ich hiermit genauso. Also im Prinzip habe ich mich hier jetzt schon entschieden, das sollte man machen immer, dass man sich an so gewisse Designregeln hält. Das heißt, ich habe jetzt die roten, also Front, senkrechte Linien gemacht. Ist vielleicht ganz gut, das weiterhin so ein bisschen einzuhalten, die roten eher senkrecht und die blauen sind, das ist dann der Hintergrund, das eher bei den waagerechten Linien zu machen. Bei meiner letzten Platine war es genau umgekehrt, das spielt aber an sich keine Rolle. So, jetzt schauen wir, was können wir weitermachen. Jetzt haben wir hier noch eine Verbindung, die können wir jetzt einfach hier so reinmachen. Dann fahre ich hier so rüber, habe ich den verbunden und jetzt kann ich hier umschalten. Umschalten kann ich über die Taste Plus oder Minus. Dann wechselt der hier und jetzt kann ich von hier, ich wollte ja die waagerechten eher mit einer blauen Linie verbinden. Gucken wir mal gerade. Warum er das hier jetzt umgekehrt gemacht hat. Ach, ich habe die ja anders angeschlossen. Ja.
Also machen wir jetzt das so. Und dann können wir die beiden hier verbinden und den können wir mit dem hier verbinden. Fahren wir noch ein bisschen so und daran. So, jetzt haben wir schon mal das, ich denke mal, dass es Minus ist, das kann man auch sehen. Hier, das ist Ground, das zeigt er hier an, den Pegel, den wir da haben. Und hier haben wir jetzt Plus und Plus muss auch hier irgendwo mit verbunden werden. Das sehen wir einmal. Da muss man jetzt ein bisschen auf die Suche gehen. Plus geht hier oben natürlich noch hin. Auch der Minus. Da kann ich jetzt einfach hier weitermachen. Und der Minus, der kommt an den dran. Und dann haben wir jetzt noch den Plus hier. Den kann ich jetzt nicht hiermit so ohne weiteres senkrecht verbinden. Hätte ich das anders machen können? Ja, vielleicht. Dann gehen wir mal STRG-Z. STRG-Z. Nee. Machen wir wieder bearbeiten, wiederherstellen, wiederherstellen. Und dann machen wir jetzt die Verbindung hier. Da wechseln wir wieder die Ebene. Das wird blau hier. Und dann können wir das hier einfach hochfahren. Machen wir das so. Und der kommt da so dran. So, dann haben wir schon mal die Verbindung des Akkus hier sichergestellt. Und dann geht es jetzt weiter. Verbinden wir mal den ISP-Stecker hier. Schauen wir uns an, wie wir das am besten machen. Und zwar, hier haben wir einmal so eine Verbindung im Chip oder zum Chip und dann wechseln wir wieder und machen die Verbindung hier auch so. Das ist plus 5 Volt, das ist Ground, okay. Und der kommt ja jetzt auch hier oben an den. Das heißt, da haben wir plus 5 Volt. Das wird hauptsächlich waagerecht, senkrecht, also nehmen wir ruhig das hier. Aber erstmal machen wir hier die Verbindung noch rein. Plus 5 Volt, die beiden werden verbunden. Und jetzt können wir den hier auch nach oben legen. So zum Beispiel. So, hier haben wir den Ground. Der Ground, der ist einmal damit verbunden. Das ist nicht Ground, das ist der Reset. Ne? So, genau, das ist Reset. Da machen wir wieder einen blauen. Zum Beispiel. Dann haben wir hier den Ground, der geht hier rüber, aber natürlich auch hier an Ground. Also machen wir hier weiter. Das machen wir mal rot. So, und dann wird der Ground jetzt noch hiermit verbunden. Und da können wir jetzt wieder umschalten. Der wird damit verbunden. Und jetzt können wir den hier schön mit dem blauen hiermit verbinden. Okay. Sind wir auf blau? Jo, sind wir. Du. Und du bitte. Den verbunden. So, jetzt müssen wir den hier verbinden. Da muss man jetzt ein bisschen gucken.
Was nehmen wir da? Nehmen wir auch blau. Dann kann man den hier so. Da so ein bisschen und so zum Beispiel. So, die beiden werden verbunden. Dann haben wir hier noch die beiden und die kommen an den. Da muss ich jetzt rot nehmen. Dann wechseln wir hier auf rot. Dahin und dahin. So, hier haben wir aber noch ein paar mehr Verbindungen hier. Mosi, Miso und wie die so heißen. So, da müssen wir mit was Roten durchfahren. Dann machen wir erstmal den hier. Man merkt hier, man kann zwischen den Beinchen durch. Das heißt, da fahre ich jetzt so. Das kann ich ja hier nicht durch, weil das rot ist. Ich muss aber irgendwo dahin. Und wie machen wir das? Ich fahre hier durchs Beinchen durch. Dann verbinden wir den damit. Haben wir den. So, dann haben wir hier noch einmal diesen Pin hier. Da müssen wir mal gucken, welcher ist das? Das sieht man hier. Das ist der da. Den können wir auch so hier durch ein Beinchen schicken. So. Nee, das ist nicht ganz so gut. Den schicken wir anders. Einmal Steuerung Z gucken. Hier, welches Netz ist das denn? Versuchen wir es nochmal. Taste X. Mal mit blau durch. Okay, dann wechseln wir wieder auf blau und dann können wir hier einfach dahin, können den hier runterfahren, nicht ganz so dicht da dran und hier so durch dahin. So, dann haben wir hier noch diesen einen Pin hier, der hier, wo kommt der hin? Der kommt da unten hin. Also der unterstützt einen hier schon ziemlich. Den schießen wir dadurch. So, dann ist der hier komplett verbunden. Jetzt haben wir hier noch die Anschlüsse für die Servos und die Kanäle. Ein bisschen überlegen. Hier ist blau im Weg, also machen wir das eher in rot. Also einmal umschalten auf rot und du hier der kommt da dran. So, dann haben wir den hier. Da ist jetzt die Frage, wie wir es machen. Blau ist hier schon ziemlich viel verbaut. Machen wir erstmal die anderen. Hier, den können wir mit Blau hier verbinden. Ne, nicht mit Rot. Obwohl, können wir mal gucken, was er hier aus Rot macht. Den wird er einfach da durchschicken. Ja, mach ruhig. Und der hier an den. Das kriegt er so nicht hin. Wechseln wir mal die Ebene. Den kriegen wir natürlich hin.
So, jetzt haben wir noch den hier. Können wir den verbunden? Natürlich nicht. Vielleicht als Rot auch nicht. Aber halt mal schauen, den kriegen wir halt hier drüber, wenn man den von der Seite angreift. Können wir den. Ist es der hier? Ja. Und jetzt haben wir noch den einen hier. Den kriegen wir so ohne weiteres nicht dahin, aber hier so geht das auch. Gut. Haben wir noch welche übrig? Ich denke nein. Die Platine ist soweit fertig geroutet. Wir haben Mod minus plus. Wir haben hier den Batterieanschluss. Und Platine im Prinzip fertig geroutet. Jetzt machen wir hier noch ein paar Änderungen. Das heißt, diese hier, die schmeiße ich jetzt einfach raus. Ne, das geht gar nicht. Okay, muss man schon was reinschreiben. Ich will da nicht diese langen Texte haben. So, das machen wir hier auch. Einen kurzen Text. So, dann haben wir, der kann ruhig bleiben. Der ja auch AVR ESP6. So, jetzt soll die Platine auch noch ein bisschen hübsch werden. Das heißt, ich gehe jetzt auf die Frontseite. Das ist das, was sichtbar ist, wenn ich die Platine so in der Hand habe. Und dann füge ich jetzt einen Text zu. Und zwar hinzufügen Text. Und dann schreibe ich jetzt at mega 8. Das 16p, das können wir uns sparen. Und dann setzen wir den Text hier drunter. So, und dann können wir hier noch Text hinsetzen. Da, Servo 1. Machen wir ruhig mit Leerstelle. Packen wir da hin. So, das ist Servo 2. Das setzen wir so. Und dann machen wir hier noch Kanal 1. Da kommt der Empfänger dran. Und da machen wir es in Kanal 2. Okay. Den setzen wir hier hin. Den können wir jetzt mit Taste M hier noch ein bisschen bewegen. So wäre richtig. So, das ist hier ein bisschen wenig Platz, um das da dran zu schreiben. Da können wir auf alle Fälle Mod hinschreiben. Und da schreiben wir Minus hin. Gucken, wie das aussieht. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und dann können wir hier auch noch Plus hinschreiben. So, da muss jetzt wieder ein bisschen schauen, wie das ging. Es muss jetzt ein Platinenumriss definiert werden. Das geht über hinzufügen. Das gefüllte Fläche. Schauen, wo wir das haben. Hier haben wir Platinenkonfiguration. Das sind die ganzen Flächen, die oder die Ober-Unterseite und Lötstoppmaske und so weiter. Hier haben wir das nicht. Da habe ich bei der ersten Sache auch mal nachgesucht. Thank you.
gucken, ob wir hier... Ich glaube, Edge Cuts ist das. Genau, Edge Cuts, das wählt man einfach. Dann sagt man hier hinzufügen, gefüllte Fläche. Dann ziehen wir jetzt einfach hier so ein Rechteck drum. So, das ist der Platinenumriss. Ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, den kann man jetzt einfach hier nacharbeiten, dass das wirklich klein genug ist, dass alles drauf passt, man aber die Platine nicht zu groß macht. So zum Beispiel. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen zaubern. Und zwar, ich wechsle jetzt hier auf die Oberseite. Das hier heißt hier ganz da oben auf Front, also vorne und Kupfer. Und dann machen wir hier hinzufügen eine gefüllte Fläche. Und da wähle ich jetzt aus, soll die mit Ground oder mit plus 5 Volt verbunden werden. Ich verbinde einfach beides oben wie unten mit Ground. Und dann einmal Escape drücken, dann ist jetzt hier oben, das ist immer Blödsinn. So, und dann ziehen wir jetzt hier so ein Rechteck rein. Das können wir ruhig genauso groß machen wie den Platinenumriss. Und dann fahren wir hier hin. Jetzt wird einmal B gedrückt und schon ist so eine Kupferfläche erzeugt. So, dann wechselt man hier auf die Unterseite. Da machen wir jetzt genau dasselbe. Das heißt, einmal deselektieren, dann wir sind auf dem, also hinzufügen. Da klickt man einmal dahin. Also ich weiß nicht so genau, wie das nochmal hinzufügen, gefüllte Fläche. Und dann können wir hier anfangen. So, das kommt dann ground auch. Und dann können wir das genauso aufziehen und bis da und einmal B drücken und dann ist auch die Unterseite, gefüllt. So, jetzt will man sich das Ganze ja anschauen. Das Programm hat einen 3D-Modus. Leider sind die Tasten hier, denke ich, nicht drin. Das werden wir jetzt sehen. Jetzt geht man hier auf Ansicht und dann hat man hier 3D-Betrachter. Und dann haben wir hier die Platine. Und dann sieht man jetzt hier, die Taster sind da nicht drin. Die müsste ich jetzt noch irgendwie als 3D-Symbol nachlegen. Und jetzt kann ich einfach hier mit der Maustaste das hier so bewegen. Und kann mir die Platine anschauen. Wenn mir das so von der Qualität nicht reicht, dann klicke ich hier auf dieses Symbol. Und dann rendert er das Ganze noch hier. Und da sieht man jetzt schon, er nutzt auch die Lötstoppmaske. Das heißt, die Pads sind gelb und der Rest ist alles mit so einer Lötstoppmaske, wie es bei einer echten Platine. Das stört hier bei den Texten ein bisschen. Da sollte man vielleicht irgendwas machen, dass er da die Lötstoppmaske nicht setzt. Das ist wohl möglich, da muss ich aber noch nachschauen, wie. Und ich kann das jetzt hier auch so einfach drehen, kann gucken, wie das von unten aussah. Natürlich ist das nicht gelötet, es ist nur durchgesteckt. Und dann sehen wir das hier auch. Also, da haben wir unsere erste Platine generiert. Können es dir erstmal hier anschauen. Und die kann man jetzt exportieren in verschiedenen Formaten und kann die an eine Firma schicken, die dann so eine Platine produziert. Kann man die löten und dann hat man das Ding fertig. So, das war's auch zu diesem Video hier. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!